Hey Leute, ich mache euch gleich ein neues YouTube-Video, denn meine komplette Weihnachtskollektion ist angekommen und ich muss gerade mal hier die Katze von abhalten, denn ich musste das Komplettpaket, da fehlt noch eine Sache, musste ich in eine Tasche umpacken, weil der liebe Herr meinte, er müsste den Karton für sich haben. Also musste ich alles auspacken und hier reinpacken. Und auf jeden Fall mache ich mich jetzt gleich fertig und dann werde ich euch die komplette Weihnachtskollektion einmal zeigen. Hallo, also ich habe euch ja gerade schon ganz kurz was gesagt, dass ich mich fertig mache. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal fertig gemacht, aber ich wollte euch überhaupt erstmal kurz sagen und erklären, worum es überhaupt geht, weil ich euch nur gesagt habe, ich möchte euch die Weihnachtskollektion zeigen und vorstellen. Kleiner Frosch im Hals. Und zwar habe ich euch gar nicht erzählt, ich bin Partnerin bei LR. Das ist eine Firma, die vertreibt Pflegeprodukte und Gesundheitsprodukte. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen wie Tupperware. Also Tupper kennt, denke ich mal, jeder. Ja, da gibt es diese Tupper-Partys, wo man hingehen kann und dann bekommt man die ganzen Produkte vorgestellt, die ganzen Dosen und keine Ahnung, was es alles gibt. Und dann kann man am Ende sich entscheiden, ob man davon etwas kaufen möchte oder halt eben nicht. Und im Prinzip ist es bei LR das gleiche, nur halt mit Pflegeprodukten. Und man muss als Partner auch nicht zwingend eine Produktparty machen. Das ist nicht so. Hier ist der kleine, aber feine Unterschied, dass es auch größtenteils darum geht, anderen Menschen diese Chance zu geben, mit ins Geschäft einzusteigen. Denn das Coolste hier dran ist, dass jeder die gleiche Chance bekommt. Jeder fängt quasi bei Null an. Jeder. Jeder macht das Gleiche. Jeder hat die gleichen Produkte. Es ist so, so cool, was man sich hier aufbauen kann. Es ist so krass. Das wäre jetzt hier aber für dieses Video einfach viel zu ausschweifend. Falls euch das Ganze interessiert, denn wirklich jeder kann hier einsteigen und Partner werden und jeder kann so, so, so viel erreichen, dass es hinterher von einem Nebenjob plötzlich wirklich doch zu einem Hauptjob wird. Das ist so krass, unnormal krass. Falls euch das Ganze interessiert, guckt auf jeden Fall bei meinem Instagram vorbei, charlene.1992. Ich schreibe euch das auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Guckt da auf jeden Fall vorbei, weil da bin ich öfter auch in den Stories aktiv. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr über das ganze Geschäft. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe nämlich die ganzen Produkte selber auch noch nicht ausgepackt. Extra nicht, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Ja, ich habe nur schon gehört, dass sie mega sein sollen und dass sie auch alle total krass riechen. Ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu der Weihnachtskollektion. Jetzt darf ich euch auch endlich offiziell zu dem Video begrüßen. Es gab ja schon ein wenig Vorspann, sag ich einfach mal. Und ich bin so, so, so aufgeregt, weil ich mir die Produkte selber noch nicht angeschaut habe. Ich habe auf jeden Fall eine riesen schwere Tasche voll mit Dingen. Wir haben natürlich schon was darüber gehört, über die Produkte und die auch gesehen, was so im Groben und Ganzen da drin ist. Aber man hat sie ja selber noch nicht in der Hand gehabt und sie auch noch nicht gerochen, sage ich einfach mal. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mal mit dem ersten an. Das erste, was ich hier habe, ist so eine schöne, wunderschöne Box. Kann man es jetzt sehen? It's time for Christmas. Die ganzen Sets sehen alle so aus. Sie sind alle so verpackt. Ich weiß nicht, in welchem was drin ist. Wir werden es gleich erfahren. Oh, und ich habe direkt das erste entdeckt. Und zwar ist das Cookielicious Set. Bestehen aus drei Teilen. Und zwar ist das einmal ein Duschschaum, dann ist das ein Handschaum, ich denke mal so wie Handcreme und die passende Körpercreme dazu, Körperbutter dazu. Und ich werde jetzt, meine Katzen stören gerade ein wenig, ich werde jetzt an der Körpercreme einmal riechen und ich bin absolut gespannt. Oh mein Gott, es riecht wirklich wie Keksteig in der Schüssel, wenn ihr Kekse backt oder einen Kuchen backt
und ihr habt noch diesen rohen Keksteig in der Schüssel. Genau so riecht das. Und Leute, es riecht unnormal gut nach Keksteig. Ich bin ja auch so ein richtiger Keksteig-Fan. Diese Keksteige zum Löffeln, die es gibt, oh, ich liebe sie. Und das, oh, das ist einfach nur perfekt. Nächste Paket, auch wieder ein Set. Es ist diesmal viel, viel leichter. Und es ist die Nordic Pine-Serie, wo ich jetzt auch sehr gespannt bin, wie es riecht. So. So sieht das Ganze aus. Es sind auch wieder drei Teile. Ich weiß selbst gar nicht, was es ist. Eine Deo-Creme, ein Showergel, also ein Duschgel und ein Lippenbalsam. Ich rieche einfach mal an dem Duschgel. Leute, ich kann euch den Geruch gar nicht beschreiben. Es riecht sehr gut. Es riecht sehr frisch auf jeden Fall. Das ist jetzt der Lippenbalm. Der ist auf jeden Fall, kommt das hier so ganz klein raus. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben, was das für ein Geruch ist. Mit Aloe Vera ist klar, mit Pinienextrakt und Schweizer Gletscherwasser anscheinend. Deo-Creme. Ist das wirklich eine Creme? Dann finde ich es seltsam. Es ist tatsächlich eine Creme, aber es riecht so unnormal frisch, Leute. Ich packe das jetzt erstmal wieder weg. Es ist auf jeden Fall, merkt euch das, es riecht sehr, sehr, sehr frisch. Ich packe es jetzt wieder weg und dann geht es gleich weiter. Auf jeden Fall packe ich jetzt einmal das nächste Paketchen mit euch aus. Und es ist das Männerpflegeset. Das haben wir einmal, haben wir ein hübsches Beutelchen dazu. Ich kann nicht versprechen. Men's Essentials. Dann haben wir ein Körper, Gesicht, Haare und Bart Duschgel. Oh. Das riecht sehr, sehr, sehr gut, tatsächlich. Dann haben wir eine Männerhandcreme. Ja, die riecht genauso wie das Duschgel. Dann haben wir hier noch ein Gesicht- und Bartöl. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es ist auf jeden Fall ganz cool, denke ich. Ich bin kein Mann, ich kann das nicht entscheiden. Und was haben wir hier noch? Ein Haar- und Bart-Styling. Styling-Creme, Styling-Balsam, irgendwie sowas. Aber es riecht unglaublich gut. Also es ist auch so ein Duft für Männer, sehr frisch. Den habe ich auch noch nie so gerochen. Also nicht in der Art. Ich habe schon, ne, durch Pascal viele verschiedene Düfte gehabt, aber nee, so in der Art tatsächlich noch nicht. Finde ich gut. Kommen wir zu einem weiteren Set. Ja, es gibt tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr, sehr viele Sets. Was ich aber auch ganz cool finde eigentlich, weil man dann halt auch eine Kombination aus direkt mehreren Dingen hat, finde ich jetzt nicht schlecht. So, und zwar ist das die Milk and Honey Serie. Die gab es wohl letztes Jahr schon. Letztes Jahr war ich noch kein Partner zu Weihnachten. Deshalb kenne ich diese Serie noch nicht. Die war aber anscheinend auch sehr gefragt. Und deshalb finde ich das ganz cool. Ich habe auch gesehen, wir haben aus der Milk and Honey Serie auch noch eine Kerze. Das heißt, theoretisch gehört die auch mit dazu. Da haben wir einmal ein Honigbad. Och. Dieser Honigduft, der aber nicht so nach Honig riecht, sondern mehr nach Weihnachten riecht. Absolute Empfehlung, Leute. Und das habe ich schon mal bei einer anderen lieben Partnerin gesehen. Das ist eine Creme. Ja, ein Creme. Und zwar eine Zwei-Phasen-Creme, wie ihr seht. Milchcreme und Honiggel. Und das andere, was hier noch bei ist, ist eine Bodycream. Das ist jetzt dieses Set. Und was wir dazu noch haben, ist eine Kerze. Ah.
Das ist ja genial, ne? Es riecht jetzt einfach nur nach diesem schwarzen. Nach diesem schwarzen komischen Ding. Also ich rieche auf jeden Fall Milch und Honig schon raus. Und es ist ein sehr cleanes Design. Einfach in Weiß. Und riecht wirklich nach diesem Milch und Honig. Ist halt nur ein bisschen dunkel auf jetzt mit diesem schwarzen Teil da drauf. Aber was will man machen? It is, wie it is, ne? Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ich weiß gar nicht. Doch, ich weiß, was noch fehlt. Ich weiß, was noch fehlt. Ja, genau das. Und zwar ist es die Figgy Fruit Serie. Da bin ich jetzt wirklich drauf gespannt. Also Früchte, so frische Früchte. Frische Früchte mag ich nämlich tatsächlich auch sehr gerne. Was haben wir denn hier alles? Wir haben einmal eine Creme-Dusche, also ein Creme-Dusch-Gel. Es riecht fruchtig, aber nicht zu sehr. Es riecht auch wieder sehr frisch und kühlend. Genau, also einmal die Creme-Dusche. Dann haben wir ein Körper-Peeling. Auch sehr cool. Oh, ich will es jetzt nicht aufmachen, aber auch sehr, sehr cool, dass hier ein Körper-Peeling mit dabei ist mal. Und ein Körper-Creme-Gel. Also ein Peeling, ein Creme-Gel und eine Creme-Dusche. Und es riecht wirklich auch sehr, sehr fruchtig, aber nicht zu stark. Es riecht sehr gut. Also das mag ich jetzt schon sehr. Und kein Ende, Leute. Ich habe jetzt hier noch so ein kleines Päckchen. Sieht auch wie aus wie ein Set. Ich weiß gerade aber nicht, was es sein könnte. In so einem kleinen Päckchen. Weiß ich gerade echt nicht. Ah! Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Und zwar die Oriental Spa, das Oriental Spa Set mit einer Hand- und Fußcreme und einem Showergel, also ein Duschgelöl. Also es ist sehr ölig. Und da habe ich schon gehört, dass es richtig gut riechen soll. Oh. Oh, was ist da drin? Es riecht wie Zimt. Nee, ist es aber nicht. Chili? Das Chili, das riecht man überhaupt nicht. Es riecht einfach nur richtig. Es riecht gut. Auf jeden Fall hier Oriental Spa Set. Ich musste mich jetzt gerade einmal anders hinsetzen. Ich konnte auf meinen Knien einfach nicht mehr knien. Meine Füße sind so eingeschlafen und sie fangen genau jetzt an zu kribbeln. Egal, ich ignoriere es und wir machen weiter mit den Guido Maria Kretschmer neuen Düften als Raumdüfte. Die Parfüms riechen super klasse von ihm. Und das sind diese neuen, das ist dieses Pure Happiness. Das riecht absolut genial. Genau, das Ganze sieht dann halt so aus. Und hinten steht in rosa nochmal drauf Happiness. Dann steckt man einfach die Stäbchen hinterher hier durch. Hier ist so ein kleiner Pfropfen, sage ich einfach mal. Das macht man ab und dann kann man das draufsetzen und die Stäbchen reinstecken. Die sollen wirklich riechen, original wie die Parfüms. Ich freue mich jetzt schon drauf, wirklich sehr. Gibt es natürlich einmal in dem rosanen, das ist der Frauenduft, und in dem hellblauen, das ist der Männerduft. Mega Sache, wirklich mega Sache. Jetzt habe ich hier etwas zur Entspannung für euch stehen. Und zwar ist das einmal, nein, wir fangen anders an. Wir fangen hier mit einmal an. Und zwar ist das alles mit Lavendel. Lavendel wirkt ja sehr beruhigend und zum Entspannen sehr gut geeignet. Und zwar ist das einmal ein Spray-on-Pillow. Bevor ihr abends schlafen geht, dass ihr es irgendwie eine Stunde vorher zum Beispiel einmal ganz leicht übers Bett drüber sprüht. Und das wird euch wirklich helfen zum Entspannen. Wer Lavendel mag natürlich, wer Lavendel nicht mag, lasst es. dann haben wir hier auch eine Sleeping Mask, also eine Maske, die wir während dem Schlafen tragen können. Die machen wir uns abends aufs Gesicht und lassen die einfach einwirken und morgens können wir uns unser Gesicht ganz normal waschen. Und dann gibt es auch noch dazu passend einen Tee und zwar ist es der Rest and Relax Premium Flavored Herbal Tea. Mit Lavendel, Melisse, Kamille, Zimt und Orangenschale. Und passend für den Tee gibt es hier ein kleines Tee-Ei. Sehr süß mit als Aloe Vera Pflanze. Und kleinen Schälchen, wo man es abstellen kann. Den Tee werde ich nachher
probieren und werde euch auch noch mitnehmen dabei. Was ich hier jetzt habe, ist noch eine ganz kleine süße Sache. Und zwar ist es ein Vitamin C Serum fürs Gesicht, für einen strahlenden Effekt. Ich werde es jetzt einfach mal für euch ausprobieren. Es riecht wirklich sehr gut. Es ist auf der Haut, ich habe jetzt nur wirklich ganz wenig genommen, aber es ist sehr kühlend und erfrischend. Ich habe schon sehr, sehr viele Serien gesehen von anderen Marken, von anderen Firmen oder diese Gesichtsöle. Aber ein Vitamin C Serum habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Dann habe ich hier noch drei schöne Kerzen von LR. Und zwar ist das einmal Gold, Roségold und Silber. Die haben anscheinend auch alle einen anderen Duft. Gold riecht nach Apfel. Goldene Kerze. Die sind auch wirklich sehr, sehr clean. Da ist nichts drauf. Einfach nur wirklich so. Oh ja. Oh ja. Es riecht wie Bratapfel oder so ein Apfelkuchen mit Zimt. Da hätte ich jetzt Hunger drauf. Apfelkuchen mit Zimt. Das ist die roségoldene Kerze. Die roségoldene Kerze soll riechen nach Mandel. Ja. Oh. Es riecht wie gebrannte Mandeln. Oh mein Gott. Ich muss es wegpacken, weil sonst sitze ich noch stundenlang mit der Kerze hier und rieche einfach dran. Das ist auf jeden Fall die roségoldene. Die gefällt mir bis jetzt sogar besser als die goldene, also vom Geruch her. Vom Aussehen her sind alle drei toll, wirklich. Aber vom Geruch her gefällt mir gerade die gebrannte Mandelkerze besser als die Apfelkuchen mit Zimtkerze. Dann haben wir noch die silberne Kerze. Die silberne Kerze sieht so aus. Und soll riechen nach Kokosvanille. Ja, aber mehr Vanille als Kokos. Das erinnert mich jetzt auch an nichts zu essen. Das riecht aber wirklich einfach nur gut. Aber vom Duft her, also die beiden wären gleich auf. Aber die gebrannte Mandelkerze toppt wirklich alles. Mega Empfehlung. Mega, mega, mega Daumen nach oben. Oh Gott. Jetzt habe ich hier noch zwei LR Classics Parfüms mit in der Reihe drin. Und zwar ist das das Istanbul Parfüm. Und zwar ist das hier das für die Frau in Gelb. Und das hier ist für den Mann in Dunkelblau mit silbernem Deckelchen. Ich werde jetzt dran riechen, aber ich werde es hier nicht einfach rumsprühen. Ich werde es jetzt einfach in den Deckel einmal reinsprühen. Oh, es riecht wirklich gut. Oh, es riecht so frisch, wirklich. Ich muss nochmal drin riechen. Es riecht wirklich unfassbar frisch und ich kann es mir super gut vorstellen, wenn man abends weggeht, was essen geht, nicht Party machen, aber wenn man abends was essen geht, mit Freunden was essen geht oder Besuch bekommt abends zu Hause. Perfektes Parfüm, wirklich. Das ist so, bei mir ist es immer so, ich muss Parfüms riechen. Ich muss ein Parfüm riechen und muss mir dann vorstellen können, wo ich dieses Parfüm trage. Und das ist gerade wirklich passiert. Ich habe dran gerochen und habe mich gesehen, wie ich in einem Restaurant sitze mit ein paar Freunden abends und dieses Parfüm drauf habe. Wirklich, das ist echt so. Ich rieche jetzt auch nochmal an dem Männerparfüm. Ich muss mir gerade ein Bild machen. Ich kriege kein Bild, Leute, ich kriege kein Bild. Es riecht nicht schlecht. Ja, am Deckel riecht es halt anders als hier, ne? Also es riecht halt wirklich nicht schlecht, aber ich bekomme halt auch kein Bild im Kopf, ja? Dieses Bild, was ich hier direkt hatte, ja, das Bild, was ich hier direkt hatte, das riecht ein bisschen orangig, finde ich auch, habe ich hier einfach nicht. Es riecht wirklich gut, das möchte ich nochmal betonen. Es riecht wirklich gut und nicht schlecht, aber ich für mein persönliches Empfinden und für meinen persönlichen Geschmack bekomme dazu kein Bild. Und da ist dann ein Parfüm für mich schon durchgefallen. Aber vielleicht gibt es ja bald auch ein paar Tester dazu. Dann könnt ihr das ja selber mal ausprobieren. Und du gehst jetzt bitte mal ganz schnell hier runter. Es gibt in der Weihnachtskollektion noch ein Männerparfüm. Und zwar ist das Jungleman Xtreme. Es gibt das normale Jungleman auch nach wie vor. Nur in der Weihnachtskollektion. Nein, bleib weg! In der Weihnachtskollektion gibt es auch nochmal die Xtreme Edition. Und zwar ist dieses Parfüm von Haus aus grün. Und angeblich soll dieses Parfüm ja auch
Frauen anziehen. Also ich kann sagen, das normale Jungle Man ist total mein Geruch. Ich mag das wirklich sehr. Ich glaube, mich würde es tatsächlich anziehen, ja. Also ich glaube, da stimmt das wirklich. Wir machen jetzt bei dem Xtreme wieder den Geruchstest. Ja, so muss ein Mann riechen, Freunde. Im Deckel riecht es gerade nach Erkältungsbad, aber so riecht es nicht. So muss ein Mann riechen. Ja, wie ein Jungle Man. Nein, Spaß, aber das Parfüm heißt halt so. Aber so, Freunde, so muss ein Mann riechen. Und ich glaube wirklich, dass das Frauen anziehen ist. Jungle Man Extreme Edition. Ein Muss für jeden Mann. Oder das Normale. Aber beide sind gut. Also die Kollektion ist fast zu Ende und ich habe jetzt hier nochmal drei kleine Essentials für euch. Eins davon habe ich tatsächlich auch so schon zu Hause gehabt und zwar ist es der Restart Yourself Stick. Das ist ein kleiner Stick, den könnt ihr euch zum Beispiel auftragen, falls ihr Kopfschmerzen habt. Das ist ein Roll-On-Stick und den könnt ihr euch einfach einmal hier an die Schläfen und einmal hier über die Stirn, gerne auch einmal im Nacken drauf. Der ist mit Menthol und Eukalyptus und hilft, finde ich, schon allein durch diese ätherischen Öle. Auch bei Erkältung perfekt. Also ich kenne diesen Roll-On-Stick schon, den Restart Yourself. Mega. Dann sind hier aber noch zwei neue Sticks dabei. Und zwar ist das einmal der... Ah, meine Katze springt gerade in den Karton. Ist das einmal der Unstress Yourself Roll-On. So, auf jeden Fall sind das solche kleinen Roll-On-Sticks. Okay, ciao. Das ist halt wirklich nicht mein Geruch. Also so gar nicht. Hey! Oh mein Gott, meine Katze hat mir in den Zeh gebissen. Und das letzte ist der Cheer Up Yourself. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor meiner Katze, ne? Mein Gott, Junge, nerv mich doch nicht. Ich bin gespannt. Also er soll strahlen und inspirieren. Ich mache den diesmal auf die andere Seite, weil ich möchte nicht, dass ich jetzt gleich das andere... Oh, 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 das kam direkt raus. Okay, ciao. Das riecht wie Zitronenbonbons. Ja, ungelogen, das riecht wirklich wie Zitronenbonbons. Richtig krass. Das riecht gut. Also, was ich euch empfehlen kann, ist der Restart Yourself. Bei, gerade auch bei Kopfschmerzen super gut oder bei Erkältung, eben durch diese ätherischen Öle. Und das ist einfach Zitronenbonbon. Mega geil. Das ist nicht meins, aber einfach wegen diesem Lavendel, was da drin ist. Obwohl jetzt, wo es trocknet, geht's. Da ist es wirklich nicht mehr so schlimm. Aber nichts geht über das hier. Das riecht wirklich genial. Also wirklich. Also alle drei sind nicht schlecht tatsächlich. Absolute, oh, ich glaube, meine Katze riecht das gerade auch. Sie macht so. Sie riecht's. Ja, also alle drei sind nicht schlecht. Aber am besten, am allerbesten ist der Cheer Up Yourself. Und danach kommt der Restart Yourself. Und ich kann gerade nicht mehr. Meine Katze riecht das einfach. Die Arme. Last but not least habe ich hier etwas noch für Kinder. Und zwar ist das, oh, man sieht es wieder nicht, ne? Das Fizzy Bubble, Fizzy Colors Bath Crystals. Und zwar ist das ein Badesalz für Kinder. Es ist grün, grünes Badesalz, aber im Wasser soll das angeblich die Farben ändern und schaumig werden. Das werde ich gleich auch definitiv noch mit euch testen, um zu sagen, ob das funktioniert. Ich rieche die ganze Zeit dieses Zitronenbonbon, ne? ich werde es auf jeden Fall mit euch testen, genauso wie den Tee. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein Glas Wasser und werde, oh, wenn ich es aufkomme, das Ganze mal mit euch testen. Ach, hier ist schon, ich dachte, ich bringe ein Löffelchen mit, aber hier ist so ein kleiner, so ein kleines Ding sie bei. Und zwar soll man in eine Badewanne. Oh, es riecht sehr, sehr fruchtig. Ich mache jetzt hier einfach nur mal so ein kleines Löffelchen mit rein, um mir das anzuschauen. Also, es wird grün. Dann wird es blau. Ja, ein bisschen schaumig wird es ja auch durch das Rühren, was ich hier mache. Aber ich glaube, für Kinder ist das mega cool. Aber der Unterschied ist schon krass. Also von diesem Grün zu diesem Blau ist schon ganz cool.
Wisst ihr, was ich jetzt noch mit euch teste, ist der Tee. Habe ich euch ja versprochen, dass wir den Tee noch gemeinsam ausprobieren. So, heißes Wasser habe ich schon in meiner Tasse drin. Das hier ist der Tee. Ich bin ja eigentlich wirklich nicht so ein Fan von solchen Kräutertees. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich mache auch, glaube ich, wirklich erstmal nicht so viel hier rein. Ich habe jetzt so viel hier in das Ei reingemacht. Mache das jetzt auch wieder zu. Ja, geht zu. Und hänge das jetzt einfach hier rein. Ja, was ich jetzt nämlich schon schlimm finde, ist, dass diese ganzen kleinen Krümelchen da rauskommen. Aber seht ihr das? Seht ihr diese ganzen kleinen Krümelchen, die rauskommen? Oh, das finde ich ganz schlimm, ne? Also das ist wirklich nicht meins. Ich hasse das. Ich werde jetzt den Tee für euch probieren, der ziemlich eklig aussieht, weil ich hasse das. Ich mag Kräutertees generell eh nicht. Riechen tut er einfach wie Kamillentee. Wie nichts anderes, nur wie Kamillentee. Aber ich mache den Test für euch. Ich muss nur aufpassen, es ist immer noch sehr heiß. Es ist Kamillentee. Ich schwöre euch, das ist Kamillentee. Also es ist wirklich... Also meins ist nicht... Es riecht so... Nein, danke. Nee, damit könnt ihr mich wirklich nicht überzeugen. Tut mir leid, ich habe es versucht, aber... Das ist nicht mein Tee. Hättet ihr nicht hier so ein... Von diesem Figgy Fruit Set davon einen Tee machen können? Ich glaube, das wäre deutlich besser gewesen. Zumindest für mich. Auf jeden Fall war es das jetzt mit meinem Video. Die Weihnachtskollektion habe ich euch komplett vorgestellt und gezeigt. Solltet ihr Interesse an irgendetwas davon haben, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, ab dem 15. Oktober sind alle Sachen einzeln im Shop erhältlich. Den Link zu meinem Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zu meinem Instagram-Account. Folgt mir da, wenn ihr das noch nicht tut, denn dort bin ich definitiv häufiger aktiv, auch in den Stories. Was auch das Geschäft angeht, wenn euch das Ganze selber interessiert und ihr auch so tolle Pakete nach Hause bekommen möchtet und alles testen möchtet und die Produkte probieren wollt und ja, hier Erfolg haben wollt und erfolgreich sein wollt. Und was noch alles zu dem Geschäft gehört, erkläre ich dort. Genau. Ansonsten meldet euch gerne bei mir, schreibt in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüssi.